Hallo da draußen im YouTube-Land. Heute geht's mal wieder technisch zu. Und zwar machen wir eine kleine Zeitreise. Wer kann sich daran noch erinnern? VHS, VHS-Kassetten und VHS-Videorekorder. So lange ist das doch gar nicht her. Aus Platzgründen lagert meine Videosammlung seit einiger Zeit unterm Bett. Wegschmeißen konnte ich sie natürlich nicht. Und so dachte ich mir, machst du mal ein Video über VHS und schaust dir mal die Geschichte an. Auf Wikipedia, der allwissenden Müllhalde, kann man reichlich Infos zum Thema finden. Verschiedene Formate von Videokassetten kamen in den Jahren auf den Markt von 30 bis 300 Minuten, die dann im Longplay länger aufnehmen konnten. Der Verkauf von Videokassetten ging immer weiter zurück und dank der DVD war dann 2009 eigentlich Feierabend. A reproduction should be true to the original. So should the picture on your video recorder. Choose a JVC Video Home System and you'll get a picture as true and as reliable. Am 20. März 1977 brachte JVC den ersten VHS-Videorekorder, den HR3300, auf den Markt. Wie man sieht, kinderleicht zu bedienen. Der Schwerpunkt der Marketingstrategie lag jedoch seinerzeit auf der Aufnahmefunktionalität des Gerätes, also vom Fernsehen zeitversetzt aufnehmen zu können oder mit einer extra Videokamera die Lieben daheim oder den Urlaub festzuhalten. Aus einer Videothek Filme auszuleihen, spielte 1977 noch keine große Rolle. Es muss auch Ende der 70er gewesen sein, als mein Vater technischen Weitblick bewies, denn er gönnte unserer Familie den baugleichen Nordmende Videovision V200. Nach heutiger Währung müsste man für so ein Schmuckstück 2350 Euro auf den Tisch blättern. Das Gerät gibt's auch noch, das liegt irgendwo versteckt bei mir auf dem Dachboden. Ich habe es für dieses Video gesucht, aber auch nicht gefunden. Eine Restaurierung wäre höchst anspruchsvoll, denn ich sehe nur Gummibänder, Gummibänder, Gummibänder. Aber zum Glück bin ich auf so eine technische Antiquität gar nicht angewiesen, um meine VHS-Kassetten abzuspielen. Ich habe eines der letzten reinen VHS-Geräte im Besitz. Und zwar den seinerzeit über Aldi erhältlichen Medion MD42277. Dabei handelt es sich wohl um einen Sanyo-Videorekorder. Die Ausstattungsmerkmale waren seinerzeit so überzeugend, er hat Stereo, 6 Köpfe, kann NTSC abspielen, dass ich ihn wohl kaufen musste. Heute bin ich froh, dass ich ihn habe. Denn sonst könnte ich meine Videokassetten nicht mehr sehen. Apropos Videokassetten, so sehen VHS-Kaufkassetten aus. So ähnlich waren auch die VHS-Leihkassetten. Die waren dann im Prinzip so wie die Kassette, die ich jetzt drehe, plus eine Hülle mit Aufdruck des Videoverleihs. Hier mein Größenvergleich mit einer Audiokassette. Es ist wirklich gar nicht so lange her, da ist man noch regelmäßig abends in eine Videothek gedackelt. Ich habe da sogar als Student mal gearbeitet in einer Videothek und hat sich für einen Abend für 1, 2, 3, 4 Euro so einen Film ausgeliehen. Aber eigentlich wurde ja der Videorekorder erfunden, damit der geneigte Konsument vom Fernseher zeitversetzt aufnehmen konnte. Die ersten Videokassetten, zum Beispiel eine E180, kostete Ende der 1970er Jahre um die 55 Mark. Also heute 71 Euro. Kann man sich gar nicht vorstellen, denn am Ende kostete so eine Videokassette von 2 bis 4 Stunden 1,50 Euro. In der Regel waren sie in einem Pappschuber und dazu gehörte dann ein Zettelchen mit Aufklebern. Okay, es wird Zeit, mein Gerät mal im Einsatz zu sehen. Hier seht ihr die Front, 6 Kopf, Stereo, NTSC Playback, Longplay, Record Easy und weiß der Fuchs, dazu eine schicke Fernbedienung. Für den optimalen Anschluss nutzte man seinerzeit ein SCART-Kabel, das gab es ab 1984. Da wurden dann Video- und Audiosignale entsprechend getrennt übertragen, was die Qualität verbesserte. Ich habe leider meinen Black Trinitron-Fernseher von Sony damals verschenkt, aber zum Glück hat mein moderner Fernseher noch einen SCART-Anschluss.
So, dann wollen wir mal gucken, wie die Wiedergabequalität von meinem Videorekorder auf einem modernen Fernseher ist. Zunächst erstmal eine PAL-Kassette. Die Videoqualität im Vorbild sind bei PAL 625 Zeilen, bei NTSC ein paar weniger, da sind es 525 Zeilen. Aber fangen wir erstmal mit einer PAL-Kassette an. Ich finde, so im Abfilmen ist die Qualität eigentlich ganz okay. Im Gegensatz zu meinem vollmechanischen ersten Videorekorder kann man natürlich mit dem modernen Exemplar vorspulen, zurückspulen und sich dabei natürlich das Bild auch anschauen. Über die Fernbedienung lässt sich dann das Menü auf den Fernseher schalten. Und wie ihr seht, sind da relativ viele Möglichkeiten, die man mit dem Videorekorder einstellen und umstellen kann. Okay, nun ein kleiner Videotest mit einer NTSC-Kassette. Diese habe ich 99 in den Staaten aufgenommen. Mein Rekorder soll ja NTSC fehlerfrei wiedergeben können. Schauen wir mal. Ja, prima, konnte es und kann es immer noch. Und in einer Qualität, die ich eigentlich ganz gut finde. 525 Zeilen, naja. Da ist nichts zu meckern. Naja, ich war von 99 zu 2000 in den USA. So, ich finde, es wird Zeit, sich mal das Innenleben meines Videorekorders anzuschauen. Wie funktioniert denn so ein technisches Meisterwerk? Erstmal braucht man natürlich eine Kassette, das ist ein Magnetband. Das kennt man ja von der Audiokassette. VHS-Kassette hat sicherlich auch jeder schon mal gesehen. Dann ist das Herzstück eines Videorekorders die rotierende Trommel. Das können wir uns gleich mal angucken. Auf der rotierenden Trommel sitzen mindestens zwei Tonköpfe. In diesem Fall hat das Gerät sechs Köpfe. Beim Einschieben der Kassette passiert Folgendes. Die Klappe wird zurückgefahren und zwei Greifer schnappen sich das Band und ziehen dieses auf die Trommel. Die Trommel rotiert und weil sie leicht schräg ist, läuft das Band im Halbkreis um die Trommel herum. Drückt man dann den Eject-Knopf, passiert mechanisch das Gleiche, nur andersrum. Die Kassette wird ausgeworfen und man kann sie aus dem Gerät ziehen. Hier noch einmal der Vorgang. Man sieht, wie die Greifer mechanisch nach hinten fahren und das Band mitnehmen. Im Gegensatz zu diesem ursprünglichen alten Gerät, was ich euch gezeigt habe, sind in diesem keine Riemen verbaut. Alles läuft über Zahnräder oder irgendwelche anderen mechanischen Teile. Das hat natürlich den Vorteil, dass keine Bänder irgendwann ausgetauscht werden müssen und so das Gerät robuster und haltbarer ist, theoretisch. Wie bei einem Kassettengerät hat auch ein Videorekorder einen Capstan und der Capstan führt das Magnetband am Videokopf vorbei, wird unterstützt von dieser Gummirolle. Also bei diesem Gerät läuft noch alles und das ist auch gut so. Never change a running system oder fix something that isn't broke. Aber trotzdem kann man ja ein paar Wartungsarbeiten durchführen. In diesem Fall wird das alte Fett, was sich inzwischen verhärtet hat, entfernt und mit neuem ersetzt. Dazu nutze ich fast 100% reinen Alkohol und entsprechendes Mehrzweckfett. Auch den Schienenweg der Bandgreifer habe ich nochmal nachgefettet.
Ganz wichtig ist dabei aufzupassen, dass man nicht die Köpfe erwischt und die vollschmiert, denn dann hat man ein Problem. Die sauber zu kriegen macht nämlich keinen Spaß. Zum Abschluss einen kleinen Funktionstest. Läuft, lief ja vorher auch und läuft jetzt hoffentlich noch besser. In dem Gerät waren sogar Aufkleber mit QR-Codes zu finden. Ich habe mal einen QR-Code ausgelesen. Naja gut, da kam eine Seriennummer bei raus. Ein anderer QR-Code klebt noch auf der Platte drauf. Wer Lust hat, kann den auch mal auslesen, aber wahrscheinlich kommt da nur diese Zahlenfolge bei rum. Ja, Februar 2007. Da wurde mein Schätzchen gebaut und läuft immer noch. Damit gehört mein Gerät zu den letzten wirklich reinen VHS-Geräten, die gebaut wurden. Denn Ende 2008 stellte JVC, der Erfinder des VHS-Videorekorders, seine Produktion ein. Und 2016 stellte dann auch Funai, der letzte VHS-Rekorder-Produzent, seine Produktion ein. Bis dahin hatte er Kombigeräte gebaut, also VHS-Rekorder und DVD-Player in einem. Aber da die Zulieferer die Teile nicht mehr produzieren wollten oder konnten, hat Funai dann die Produktion beendet. "40 Jahre VHS. Eine recht lange Geschichte, finde ich, aber eben auch eine abgeschlossene. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Wenn ja, Daumen hoch, abonnieren und bis zum nächsten Mal."